Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, wir befinden uns hier immer noch in dem Banditenversteck. Habe ich die Truhe übersehen, etwa in der letzten Folge? Es gibt hier wohl nicht. Dietrich, 59 Gold, Zaubertrank der kleinen Heilung. Wie konnte ich das nur übersehen? Lydia, wie ging das? Wie konnten wir das nicht sehen? Ja, war eine kleine Aufnahmepause dazwischen. War vielleicht ein bisschen ungünstig, dass ich das gerade hier in dieser Höhle gemacht habe. Aber es ging zu dem Zeitpunkt dann leider nicht anders. Aber ich glaube, wir finden uns hier schon zurecht. Wir haben ja gleich mal eine Truhe gefunden. Und hier... gibt's was? Ein Gegner. Uiuiui. Wo haben wir denn jetzt? Da haben wir den Nordbogen. Fix, 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 fix. Ah. Jawoll. Das hat zum Glück noch funktioniert. Kommt da gleich jemand nach? Schaut nicht so aus. Gehen doch nicht auf einmal. Das ist doch, ey, warum ist hier langweilig? Okay, wenn ich sie alle immer hier mit Pfeil und Bogen töte, dann hast du nicht viel zu tun. Das stimmt wohl. Aber... so. Dann öffnen wir jetzt mal hier fix die Tür. Hier wird es gerade ein bisschen wärmer, oder wie? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Die Frage ist jetzt einfach mal die. Wo geht's weiter? Aber das hier sieht gerade wesentlich interessanter. Ah. Das schaut gut aus. Da geht's immer noch weiter. Steht da jemand? Ja, da steht jemand, da steht jemand, da steht jemand. Ein Moment. Was? Lydia, nicht im Weg! Lydia, du stehst im Weg. So, da kommt da noch ein zweiter kommt. Hab gewonnen. Ich ergebe mich. Alles, was ich so, dem geben wir den Rest da unten. Der Feueratronarch unterstützt uns auch noch. Kommt noch ein dritter? Da kommt noch ein dritter, ja. Und von wo? Und da. Anführer. Wir haben den Anführer gefunden. Lydia, geht's gut? Angriff. Lydia, wie geht's dir? Moment. Zack. Zack. Und jetzt noch ein bisschen Feuer hinterher. Wir sind verloren. Oh. Lydia. Lydia jetzt fast erwischt. Zum Glück haben wir sie nicht getroffen. Das wäre jetzt ein sehr schlechter Start gewesen. So, die hat sich hier ein bisschen bequem gemacht an der Wand. Gut, 103 Gold. Sehr gut. Ja, Rüstung brauchen wir alles nicht. Das nimmt uns nur Platz weg. Eisenkriegsaxt des Entziehens. Verursacht 20 Punkte Magikaschaden. Das ist gut. Den nehmen wir mit. Die Sachen lassen wir ihr jetzt erstmal an. So, der Feueratronarch müsste gleich wieder verschwinden. Dann hat man noch die zwei hier. Gold. Okay, und hier ein bisschen Gold. Okay. Den Sachen können wir dann nicht so viel anfangen. Aber ich nehme mal stark an, wenn wir jetzt hier die Banditenanführerin getötet haben. Dann das Alchemielabor nutzen wir gleich. Zaubertrankentfernung. Erstmal gucken wir fix weiter. Wo war die denn jetzt? Wo kam die denn jetzt her? Aber wenn selbst die Band. Hier wird doch jetzt niemand mehr. Oh. Hey Lydia, jetzt ist aber mal gut hier. Ja, skenste, jetzt husteste. Ach, die hatten es sogar richtig gemütlich. Och. Ist das eine Falle? Ich sehe das doch schon kommen. Stahlhornhelm, der sieht nicht schlecht aus, Gewicht nur 5, den nehmen wir mal mit. Weil wir können ja auch persönlich Gegenstände auch verzaubern. Ah, hier noch die Halskette, wo nehmen wir den Stein hier auch noch mit. So, was haben wir jetzt hier noch drin im Kleiderschrank? Schuhe, ne, die brauchen wir nicht. Wir könnten uns schlafen legen, müssen wir aber auch nicht machen. Ah, hier haben wir ein paar Bücher für unsere Lesemäuse hier unter uns. Haben wir das Lied vom Pilinal Band
8. Über seine Offenbarung beim Tod der Alesch. Verfasser ist unbekannt. Das übliche Spiel, ich blätter kurz durch, auch wenn es jetzt gerade zu kurz war, wir nehmen es auch mit. Und ihr schaut, ihr könnt, wenn ihr es euch durchlesen wollt, drückt ihr einfach Pause. Die Ruinen von Kemel C. Von Roland Nordsen. Ich möchte blättern, da. Der hat doch auch was in das Buch sicherlich geschrieben. Wie gesagt, wer es lesen möchte, der macht Stopp. Wenn ich das alles vorlesen würde, ihr kennt es. Dann könnte ich 1000 Let's Plays aufnehmen. Das ist mal wieder ein bisschen längeres Buch. Na komm. Ist aber ordentlich, der hat ordentlich viel geschrieben. Aber hallo. Aha. 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 Meine Fresse, ist hier sein ganzes Leben drin oder was steht da? Yay, wir haben es erreicht, das Ende. So, was haben wir noch? Der Mystiker Galerion. Wie gesagt, ich blätter durch. An sich würde es mich natürlich auch total interessieren, mir auch ein bisschen die Zeit nehmen, aber das kann ich jetzt hier in das Let's Play nicht wirklich mit einbauen. Das würde uns einfach zu viel Zeit rauben. Von daher lasse ich das auch mal. So. Da haben wir jetzt auch ein bisschen was für unsere Lesemäuse gemacht. Was haben wir denn hier noch so alles? Hier haben wir eine Tür. Oh. Der hat das Ganze verpennt. Sehr stark, Lydia. Sehr, sehr stark gemacht. Ist das... Der steht in Flammen. Ist das aber eine Überraschung. Mal Salz mit Zaubertrank der flüchtigen Unsichtbarkeit. Das ist gut. Alter Wein. Das bringt uns nichts. Den Tornister durchsuchen wir mal. Die Nachtigall. Wahrheit oder... Legende. Die haben, es waren aber gebildete Banditen, glaube ich mal. Die scheinen sehr viel gelesen zu haben. Gold, Zaubertrank. Ja, die haben auch Alchemie. Tisch hatten sie auch. Haben sie ja immer noch. Kessel brauchen wir nicht. Schlafen brauchen wir auch nicht. Okay, so haben wir hier noch irgendwie was, was für die Alchemie nützlich sein kann. Nee, haben wir nicht. Sollten wir doch noch ein bisschen aufpassen. Falls wir hier doch noch eine Schlafmütze haben. Die wird dann aus Versehen wecken. Aber jetzt haben wir doch, glaube ich, alles... Sind das hier Gefängnisse? Ich weiß es nicht. Ich bin gefangen, hol mich raus. Ah, Lydia. So, kann ich hier was... Okay. War das jetzt gut oder schlecht? Hier ist aber überall nichts. Na, wir aktivieren die jetzt einfach mal noch fix. Die anderen beiden. Lydia, du stehst im Weg. Nö. Nichts. Super. Na, super. So. Okay. Was haben wir denn hier in den Fässern? Haben wir da irgendwie? Ne, Apfel brauchen wir nicht. Der ist verbrannt, da können wir nicht ran. So, dann lasst uns doch mal ganz kurz ans Alchemielabor. Nicht Alchemietisch, sondern Alchemielabor. Feuerresistenz, Magika senken, Magika verstärken. Was haben wir denn da? Da können wir ordentlich mal herstellen. Zack und zack. Herstellen und herstellen. Die müssen wir echt öfter einsetzen. Ohne Mist. So. Boah, wir haben so viele Distelzweige. Das ist der Wahnsinn. Auswahl aufheben. Hm. So,
Sollten wir vielleicht auch mal wieder was essen oder so. Aber jetzt erstmal Alchemie beenden mit den Zaubertränken, die wir haben. Lass mal kurz gucken, das Falsche gedrückt. Moment, ich drücke hier gerade nur die falschen Knöpfe. Ja, auch falsch. So, Kreis war es gewesen. War eh eine kleine Pause eingelegt und schon weiß ich ja nicht mehr, wie ich ins Menü komme. Auch stark. So. Hä? Was haben wir denn nur an Zaubertränken hier? Essenz des Phantoms Saatbord sogar schon eins. Ach, das stimmt, die Geisterform war das. Nee, wir haben ja gerade was anderes. Das ist unsichtbar. Schwach, das Goma, Zaubertrank der Flüchtigen. Und das haben wir jetzt gerade mitgenommen. Unsichtbar für 20 Sekunden, das kann echt hilfreich sein. Die geringen Magika haben wir gerade mal 3. Der Magika hier stellt 50 Punkte Magika wieder her. Das können wir da auch mal gebrauchen. Jetzt haben wir doch Gesundheit wiederherstellen. Immer bis Magika verstärken. Oder haben wir jetzt 9 Fläschchen, da können wir echt mal was benutzen von. Jetzt sogar noch mehr. Oh, die haben 3 unterschiedliche. Das ist der Schwächste. Haben wir den hier hergestellt? Magika wird für 60 Sekunden um 21 Punkte erhöht. 5%ige Magieresistenz für 60 Sekunden. Konzentriertes Gift schädigt Magika um 10 Punkte. Weg damit! Ist hier was? Nö. Okay. Es hat sich gelohnt, hier nochmal durch diese Tür zu gehen. So, wo hier ging es noch lang? Warte mal. Nee. Hier war da nichts mehr. Von da sind wir ja gekommen. Wahrscheinlich führt der Weg da jetzt auch nur irgendwo raus. Ist jetzt so eine Vermutung einfach mal. Können wir uns zau... Moment, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ach, Menno. Objekte. Favorit hinzufügen. Können wir machen. Dann machen wir das mal. Zack. Und zack. Das ist ja eh alles Zaubertrank. Gut, damit bin ich jetzt... Ah, ich habe mich gerade gefragt, was waren das jetzt? Aber ich bin aus Versehen auf Fertigkeitenbaum gekommen. Da kommt ja immer dieses Gewittergrölen. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen langsamer voran. Gold. Wir nehmen auch gleich mal, damit wir schnell reagieren können, den Nordbogen. Wie verwinkelt ist das denn hier? Ehrlich. Ach, hey. Ach, herrje. Aber wir finden niemanden mehr. Da geht's wieder raus. Alles im Streitkolben. Es ist halt aber alles unbewacht. Das wundert mich. Nur dieser eine Typ war da gewesen. Aber da ging es ja noch in die andere Richtung. Da schauen wir mal noch jetzt schnell lang. Dann wir waren hier schon. Ach so. Jetzt ergibt das einen Sinn. Ah. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich es verstanden. Gut, dann haben wir ja alles. Dann können wir ja hier wieder raus. War doch recht erfolgreich das Ganze und hat sich, finde ich, auch gelohnt. Brauchen wir uns nicht wundern, dass das hier nicht bewacht wird. Da müsste jetzt eigentlich auf der Karte automatisch speichern. Einen Moment bitte. Müsste jetzt hier auf der Karte eigentlich, wenn wir rausgehen. Weltkarte. Abgeschlossen, genau. Sehr gut. Können wir nach Himmelsrand zurück? Ich weiß gar nicht, müsste noch Tag sein, oder? Aber wir haben bald Stufe 10 erreicht. Stufe 10 erreicht. Wir haben bei Stufe 10 erreicht.
Dethrische Prinzen sind götterähnliche Wesen, die im Reich des Vergessens leben. Die meisten von ihnen werden als böse angesehen und zwingen ihre Verehrer dazu, Schreine fernab zivilisierter Orte zu errichten. Wow, so viel dazu des Tages. Was? Jetzt, was stresst du gerade so? Erst zückst du dein Schwert, nur weil ich meinen Bogen hab, und dann, musst du noch hier, was? Wenn du einen Drachen siehst, dann kannst du sagen, was. Obwohl, dann sag lieber Drache, dann weiß ich Bescheid. Jetzt hänge ich hier noch fest. Ich weiß aber, dass uns in der letzten, letzte Folge war es, glaube ich, gewesen, interessiert hat, was dieses Zeichen da drüben ist. Sorry, ich muss jetzt auch mal ganz kurz gucken, was für eine Mission ich mir da... Verschiedenes? Was habe ich denn da... Was ist denn unser Ziel? Was hier... Ach, das hier unten haben wir als Ziel. Ja, genau, weil wir das auch gerade vorhaben zu erledigen. Hier, verlorene Unschuld. Kannst du vergessen. Nichts verlorene Unschuld. Wir haben jetzt erstmal hier... haben wir irgendwas in der Nähe von Windhelm? Ja, wir haben was in der Nähe von Windhelm. Windhelm. Wie heißt nochmal? Wir wollen ja dahin. Nicht Dämmerstern. Dahin. Winterfeste. Und Schrein von Azura soll man besuchen gehen. Ist jedenfalls eine Mission. Besuche den Schrein von Azura. Dann nehmen wir das jetzt als Wahl. Dann müssen wir immer noch das hier aktivieren. So. Na, wenigstens ansatzweise die Richtung, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Ey, das war gerade schwieriger als die ganze, als das ganze Banditenversteck da drinne. Am Bock, ich dachte schon, es wäre ein Säbelzahntiger. Ey, hier kommt doch gleich ein Drache um die Ecke. Wir kommen dem Ding jedenfalls immer näher. Wer weiß, was das ist. Da ist jedenfalls ein See. Hallo? Da ist was im Wasser. Maras Auge. Tümpel entdeckt. Ich habe aus Versehen den Schrei eingesetzt vor Schreck. Maras Auge. Okay. Der hat gesessen. Mann, Mann, Mann. Also, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Jawohl, Levelaufstieg. Sehr gut. Irgendwo befindet sich aber noch ein Gegner. Der kann uns jetzt aber erstmal pupsegal sein. Wir haben einen Levelaufstieg. So, unsere Magika ist recht gut verbessert. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen in unsere Gesundheit. Sie haben eine Trophäe verdient. Adept, das ist doch schön. Die Gesundheit verbessern wir. Blitzzauber, Frostzauber, Feuerzauber bürgen 25% mehr Schaden, was an sich nicht verkehrt ist. Wir setzen ja sehr oft Feuer ein. Allerdings hatte ich gerade auch im Kopf... zurück. Wir könnten mal gucken, was da möglich ist. Und zwar die Schießkunst. Könnten wir bewirken 40% mehr Schaden. Das hilft echt. Und wir sind ja vom nächsten Level auch nicht so weit entfernt. Heranzoomen ist auch ziemlich stark. Also wir wären so ein Schleichmagier an sich. Was können wir denn beim Schleichen gerade machen? Mal zwei Sachen. Falsch. Ich finde das hier. Schleichangriff mit Einhandwaffen verursachen den sechsfachen Schaden. Das Geräusch, das Rüstung verursachen, ist um 50% leiser. Ja, nö. Ist gerade die Frage: Schießkunst nochmal verbessern? Die Schießkunst? Oder wollen wir. Ach komm. Wir machen unser Feuer besser. Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Zerstörungszauber sind die Effekte viel wirkungsvoller bei doppelten. Genau. Wir setzen, in der Regel setzen wir Feuer ein. Unsere gute Lydia hat ja auch diese Feuerresistenzstiefel an. Ergo werden wir jetzt hier unseren Feuerschaden erhöhen.
So, was bringt uns denn jetzt hier diese... Wer hat uns jetzt entdeckt? Wo? Jetzt sind wir versteckt. Aber was bringt uns denn jetzt bitteschön dieser Tümpel hier? Da drüben sind Gegner. Jawohl, der hat gesessen. Lebt das Vieh noch? Nö. Ja, aber das sind noch zwei Schlammkrabbe. Treffer. Einen haben wir da aber noch, der ist da hinten. Da ist der Fall geflogen, aber vom Feinsten. Ja, das ist nicht mehr erfolgreich. Zum Glück sind wir in Agonia. So, ist jetzt hier was? Hallo? Maras Auge, eine Höhle. Okay. Also wenn hier, warte mal, ich möchte kurz diese Krabben aufsammeln, weil ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, genau, können wir die auch für die Alchemie benutzen. So, wo sind jetzt aber die anderen beiden gelandet? Vier waren es insgesamt hier. War nicht noch eine hier drüben? Da. So, okay, gut. Also ich kann schon mal mit gutem Gewissen sagen, das hier ist jetzt für mich komplett neu. Hier war ich noch nicht einmal drin. Und dann würde ich sagen... Gehen wir das in der nächsten Folge, oder? Wow! Gut. Der wollte sich in diese Folge noch reinmischen. Haben wir noch einen hier? Ja, ansonsten haben wir ja unsere Ruhe. Okay, wie gesagt, ja. Hi, Lydia. Also, die Höhle Maras Auge machen wir in der nächsten Folge. Ich danke, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr dann auch dabei seid in der nächsten Folge, wenn wir in die Höhle Maras Auge gehen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.